Hallo zusammen. Als ich heute Morgen zum Einkaufen mit dem Wagen unterwegs war, lief im Autoradio ein uralter Titel, Streets of London, Anfang der 70er Jahre, in der Hitparade, nur Gitarre und Gesang. Nun, ihr wisst ja sicherlich aus meinen vielen Videos, dass die Gitarre eigentlich so mein Lieblingssound ist. Also, in der Gruppe Gitarre habe ich mir die Konzertgitarre ausgesucht. Und dann wird dieses Lied ja so gezupft. Der Gitarrist spielt ja, wenn er so Arpeggien spielt, meistens nur mit drei Fingern. Also man muss bei der Spielweise darauf achten, keine großen Akkorde oder dicke Akkorde zu spielen. Und natürlich, man darf nicht tiefer spielen wie dieses E, weil das ist die tiefste Saite bei der Gitarre. Jetzt möchte ich aber nicht in E-Dur spielen, sondern in C-Dur. Nun, also muss ich das C bis zu dem E hochtransponieren. Das sind 4 Halbtonschritte. Und schon kann ich C-Dur spielen und es erklingt E-Dur. Ja, dafür muss man jetzt schon etwas technisch üben. Das muss einfacher gehen. Geht's auch in der Gruppe Country, gibt's den Rhythmus Modern Picking. Und dann geht's zunächst mal ans Stummschalten von Spuren. Alle Spuren außer der Phrase 1 sind stumm geschaltet. Schon etwas einfacher, als das alles mit der Hand spielen zu müssen. Im Mixer machen wir die Spur etwas lauter. Abspeichern. Okay, und für den zweiten Teil der Interpretation nehme ich die Gitarre auf der Kurzspur 2 dazu. Und gehe noch einen halben Ton höher. Und das speichere ich auf dem zweiten Registrationsplatz ab. Ja, und das Ganze klingt dann folgendermaßen. Versucht es gern selbst einmal.